Einen wunderschönen guten Morgen. Dzień dobry. Ja, oder so. Du glänzt ja wieder mit deinen Sprachkenntnissen. Ah ja, ein bisschen vorher gegoogelt. Ja. Nein, das vergesse ich komischerweise immer wieder, aber es ist, das heißt dzień dobry. Und wenn wir aber hier rumlaufen oder so, wenn einer hier auf dem Platz grüßt, dann sagt immer dobry dobry. Dobry dobry. Also ist es irgendwie Abkürzung, ne? Also nicht wenn, nur dobry? Dobry. Manchmal dobry dobry hat er schon, habe ich schon gehört. Ich noch nicht. Ja, siehst du, na, das siehst ist wahrscheinlich du. Wie Moin Moin hier an der Küste. Guten Morgen erstmal, ich grüße euch auch. Ja. Ja. Wir sind gestern hier wieder angekommen und zwar in, ich habe da jetzt extra mal nachgefragt, wie man das ausspricht. Man schreibt ja Leber, aber ausgesprochen wird es Weber. Weber. So haben die mir das hier beigebracht auf dem Platz. Ja. Wir können auch Google fragen, das hast du nicht gemacht. Nee, wieso, ich traue doch denen, die sind doch von hier. Ja. Die sind, wir sind wieder gelandet auf demselben Platz, wo wir auch das letzte Mal losgefahren sind. Mhm. Und übernachtet, also sind ziemlich spät angekommen, gestern war ja auch. Ja, wir sind auch wieder durchgefahren, also direkt von Bad Schwartau, wo wir das Bärbele abgeholt haben. Bärbele ist übrigens hier, ich zeige es euch mal. Baby! Baby! Guck mal. Ja, die ist wieder happy hier zu sein, ne? Schaut mal. Ja. Also sich nicht wundern mit dem Mülleimer, der wird gerade geleert hier, es wieder hängt und wieder das heißt. Das gehört dazu, das ist Camping. Ja, ne? Ja, aber die schimpfen immer über unseren Mülleimer, das weiß ich ja. Lass sie schimpfen. Wir sind gestern durchgefahren, knapp 700 Kilometer haben wir uns natürlich abgewechselt und dann wieder hier gelandet und wollten heute eigentlich, wie heißt es, Kell, ne? Hast du gesagt? Kell, Insel Kell, ja. Ja, das ist irgendwie so, schaut ähnlich aus wie so eine kurische Nährung, so eine Landzunge, ist noch über 100 Kilometer weiter und da wollten wir jetzt eigentlich hin, aber ja, wir wissen noch gar nicht, ob wir das machen, wegen Wetter, weil es ist halt Regen angesagt, ne? Ich dachte, du meckerst nicht über das Wetter? Nee, ist doch nicht meckern. Oder jammern über das Wetter? Nein, tue ich auch nicht. Nein, auf jeden Fall, wir haben Regenfront. Es soll auch die ganze Woche so bleiben. Ja. Ist natürlich die Pläne, unsere Pläne, so wie wir das vorgehabt haben, ein bisschen durchgewürfelt haben. Mhm. Wir wollen aber, haben wir ja gesagt, diesmal nicht vom Wetter beeinflussen lassen. Nein. Das wollen wir nicht. Wir haben ja Wetter-App gecheckt und haben gesagt, oh, vielleicht gleich nach Litauen fahren, aber da schaut es auch nicht besser aus. Von daher denke ich, wir werden ja vielleicht eine Nacht hier an der Küste noch verbringen. Und was wir jetzt vorhaben, oder was wir gedacht haben vorhaben, haben wir vor? Ich weiß nicht, von was du redest. Dass wir euch hier zum Strand mitnehmen. Also es ist ein wunderschöner Strand. Wie gesagt, ich habe auf gutes Wetter gewartet, aber ist ja nicht. Ist wie es ist. Ihr habt schon mal ein paar kurze Ausschnitte gesehen davon, von dem Strand. Und den wollen wir euch mal richtig jetzt zeigen in voller Form. Ja, was heißt richtig? So ein paar Minuten halt. Ein paar Aufnahmen. Weil wie gesagt, bei dem Schiedwetter und ich war vorher schon mit Bärbele spazieren. Und dadurch, dass wir wieder los wollen, nehmen wir jetzt euch kurz mit, dass ihr auch seht, wie man mit dem Hund laufen kann. Also mit dem Hund ist es da wunderbar. Also die Bärbel ist da geflitzt wie eine Wilde. Ja. Wirklich toll. Ich würde jederzeit hier wieder kommen, weil von diesem Strand bin ich. Also ich habe mich verliebt. Also dieser Strand, ich weiß jetzt nicht, wo wir das so schön gesehen haben. Wirklich ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Und was wir jetzt machen, ich habe jetzt Eier gekocht, das mache ich immer jetzt für unterwegs. Ne? Genau. So. Unser Reiseproviant. Ne? Unser Reiseproviant, dann tun wir während Fahrt essen. Das ist immer ganz gut, ne? Also es ist ja. Ich zeige euch übrigens mal ganz kurz einen Schwenk, unser Ausblick hier. Da wo wir stehen, eben an der Marina. Ist richtig schön, so aufzuwachen. Macht das Spaß. Ist ein Träumchen, wirklich hier. Also auch, wie gesagt, du kannst mit Wohnwagen hier stehen, mit Zelt. Also das ist überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, das darf halt vom Wetter her muss passen. Wobei, wie gesagt, also das ist alles gut. Genau. Ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal ganz kurz den Platz, dass ihr eine Vorstellung von hier bekommt. Ne? Ja, weil wie gesagt, wir waren jetzt ein bisschen in der Hektik. Das hat uns mit dem Hund ein bisschen ein paar Tage aus dem Konzept gebracht. Weil du von heute auf morgen wieder dein Leben umstellen musst. Ne? Mhm. Aber wir freuen uns riesig mit Bärbele wieder. Ne? Schätzelein. Dann schnarchen wieder zu hören, dann können die Zuschauer Da können die Zuschauer auch wieder sich amüsieren. Genau. Und wie gesagt, das ist echt schön. So, ihr Lieben. Alles klar, dann machen wir jetzt unsere Runde hier, ne? Wir machen unsere Runde und zeigen euch ein bisschen was. Genau, bis gleich. Ja, wir gehen mal mit euch den Platz ab hier. Zeigen euch mal ein bisschen was, ne? Es pustet heute ordentlich und wir haben jetzt trockene Periode. Ja. Nutzen wir die, dass man mal schön was aufnehmen kann. Genau. Hallo. Und schön ist es hier. Auf jeden Fall. Uns gefällt es richtig gut, sage ich, wenn das Wetter noch ein bisschen besser wäre, aber gut, ist wie es ist. Sag ich mal, hier gibt es auch so eine Tauschbibliothek, also ein kleiner Leuchtturm hier. Und man kann das hier anheben, kann sich Bücher rausnehmen und ein neues wieder reinlegen.
Ich glaube, ich auch immer ganz gut. Meilemmele macht in letzter Zeit sehr oft Gebrauch davon, ne? Ja, ich habe gestern mein Buch durch, aber ich habe schon geguckt, das sind nur polnische. Also da mache ich jetzt keinen guten Tausch, glaube ich. Ja, verstehst halt nichts, ne? Nee, aber ich so, warte. So, schau mal, hier geht's zu den Duschen und Toiletten. Die sind hier drin. Genau, die Duschen, warm duschen zumindest, kostet 5 Slotty. Toiletten sind mit dabei, wenn ihr hier auf dem Platz seid. Und Waschmaschine, hast du gesagt, sind auch hier drin, ne? Genau, ich glaube 4 Slotty war das ausgeschrieben. Und mir hat man erzählt 5 Slotty. 5 oder 4 Slotty, ja. Da ändern sich die Preise eigentlich. Hier haben wir ja, so schöne Schaukeln. Da war ich auch schon mal gesessen, das ist echt schön, wenn man hier dann alles beobachtet. Zack. Ja, hier habt ihr übrigens die Rezeption. Anmelden tut ihr euch aber hier in der linken Tür beim Hafenmeister. Die sprechen Englisch und ein kleines bisschen Deutsch auch. Dann, was die Toilettenentsorgung angeht, habt ihr hier einen Haken hängen. Den nehmen wir gleich mit, glaube ich. Den nehmen wir jetzt gleich mit, den brauchen wir nämlich gleich. Und damit könnt ihr dann die inoffizielle Kassettenentsorgung nutzen. Ne? Ist inoffiziell, warum auch immer, weil der Platz hier eigentlich keine Entsorgung anbietet. Aber man hat die Möglichkeit und ich zeige euch das gleich. Das haben sie noch nicht richtig ausgebaut. Was wir noch zeigen können, jetzt wenn ihr mit Kindern kommt, das ist ein wunderschöner Spielplatz. Wirklich total schön gemacht. Ja. Dann haben wir ein schönes Restaurant oder Lokal. Zeige ich euch auch gleich mal. Biergarten. Auch eine schöne Figur, ne? Ja, das Jurate, ne? Ja. Glaube ich. Genau. Hier habt ihr einen schönen Biergarten. Sind alle unwahrscheinlich nett. Und die können Englisch, also ist überhaupt kein Problem. Also gerade junge Generation, habt ihr überhaupt kein Problem, euch zu verständigen. Genau. Ja? Ja, Englisch und Essen ist es auch, soll sehr, sehr, sehr gut sein. Ja, zum Essen werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, weil wir heute höchstwahrscheinlich weiterfahren. Ne? Wir fahren weiter. Gehe ich mal von aus. Aber die Getränke oder so haben wir hier auch zu uns genommen. Also frisch gezapptes, war richtig gut. War lecker. Die Preise, also ich habe Mojito gehabt, gut Mojito. Ging ja so, also vom Geschmack her ist ja okay. Weil Cocktails, das sind ja, nee Quatsch, ich wollte den Aperol Spritz, das hatten die ja nicht mehr gehabt. Genau. Und was noch, Cocktailspreis bei 6 Euro und ein bisschen so, je nachdem wie der Kurs steht jetzt. Ja. Und Bier hast du gezahlt, 3 Euro irgendwas sowas. 3 Euro, ja, für ein frisch gezapftes, war okay. Ja. Ja, so, hier haben wir einen schönen Spielplatz. Genau, ich zeige euch mal so einen kurzen Schwenk, weil da sind gerade Kinder. Einfach mal über den Spielplatz drüber. Genau. Und wir gehen jetzt zur Entsorgung. Was ist eigentlich das hier? Da sammeln sie irgendwie Deckel von Plastikflaschen. Keine Ahnung wofür. Plastiksammeln? Ja, wahrscheinlich. Rein Plastiksammeln. So, wir sind jetzt hier, eigentlich direkt hinter der Rezeption. Also auf der anderen Seite des Gebäudes. Und hier habt ihr so einen Gulli-Einlass. Und dafür ist der Haken dann eben da, dass ihr das rausholen könnt. Und da könnt ihr dann eure Kassettentoilette entsorgen. Nachteil ist allerdings, ihr könnt nicht nachspülen. Das heißt, das kann man ein-, zweimal machen, aber danach ist es dann auch vorbei, weil irgendwann fängt das Riechen an. Und das machen wir jetzt mal hier. Jo, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Stand und euch nehmen wir mit. Ne? Ja. Aber jetzt wird erstmal der Müll ausgeleert und das Auto abgeschlossen, ganz wichtig. Ja. Ja. Obwohl man sagen muss, da sind wir nämlich auch gleich schon beim Thema. Das, was man von Polen an Kriminalität, was sich da so rumgesprochen hat, haben wir überhaupt keine gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Null. Also bisher, ich würde mein Auto hier sogar offen lassen, ich hätte keine Angst. Nee, also zumindest hier an der Küste, an diesem Urlaubsort, haben wir überhaupt keine Bedenken. Also das war ja auch, warum wir gesagt haben, wir fahren auf dem Campingplatz oder so, weil wir haben ja gesagt, trauen wir uns nicht wirklich. Ne? Das sind halt die Vorurteile da. Und ich glaube, so einfach wirst du hier auch nicht los. Heißt das ja, ne? Fahr nach Polen, ist dein Auto schon da. Ja, genau. Oder dein Wohnmobil in dem Fall. Dein Wohnmobil kennen wir alle. Und wir wissen ja, wenn ein Wohnmobil geklaut ist, meistens irgendwie geht ja die Richtung. Also, wir sind mit Wohnmobil hierher gekommen und wir haben beide gesagt, wir können auch freistehen. Also sicher, wenn wir das ein bisschen hier besser kennenlernen würden oder mehr Zeit hätten, hätten wir überhaupt kein Problem, irgendwo freizustehen. Wirklich nicht. Also braucht man sich keinen Kopf machen. Nee. Aber du wolltest erst mal zeigen, dass den Hundeschild, dann kann ich weiterziehen. Das dauert ein bisschen länger. Hier geht es nämlich direkt zum Hundestrand und da laufen wir jetzt mit euch entlang. Ja. Richtig. So. Und da haben wir überhaupt keine Bedenken. Aber wie gesagt, wir wollten erst mal auf einen gesicherten Platz, wo auch Kameras überwacht. Hier ist es nicht der Fall. Man ist ja am Anfang ein bisschen ängstlich, das kann ich auch verstehen. Der Jess,
Ja, und der erste Platz war kameraüberwacht, aber wir haben keine Kameras gesehen. Glaube ich, nur bei der Einfahrt war eine. Vielleicht war es eine Mini-Kamera. Ja, haben wir nicht gesehen. Aber wir haben uns wirklich sehr wohl gefühlt. Und da auch so abends, ne, tust du die Stühle rein, Tische draußen lassen oder nicht. Ne, da tut man sich ja ein bisschen auch Bedenken machen. Und guckt man sich um, wie die Nachbarn machen. Aber die lassen alle da draußen stehen. Und wir hatten null Bedenken, wirklich null. Nein, also bis jetzt kann ich wirklich diese Vorurteile, die der ein oder andere hat, die sicherlich auch in anderen Zeiten mal berechtigt waren, können wir aber nicht mehr bestätigen. Also wirklich bisher überall, dass wir uns sicher gefühlt haben. Ne? Ja, wie gesagt, also auch durchgefahren, auch in der Raststätte. Also ich kenne das aus Frankreich, kennen wir auch. Ne? Ja. Hat man immer ein bisschen mulmiges Gefühl, ne? Da muss immer einer am Auto stehen oder so. Da ist es auch berechtigt. Ja. Aber hier null. Null, ne. Also wir waren gestern, ich glaube, das war so 80 Kilometer, bevor wir hier angekommen sind, sind wir bei so einem polnischen Supermarkt raus. Ich habe mein Auto daneben dran hingestellt, also das Wohnmobil, und dann kamen gleich ein paar, Gestalten, muss man sagen. Das waren wirklich ein bisschen Suffnasen, denke ich. Ein paar Suffnasen, genau. Und nach einer Zigarette gefragt, die haben eine von mir bekommen. Und da hatte man schon etwas so ein Gefühl, mal ganz schnell machen mit dem Einkaufen, dass wir da wieder rausgehen. Aber überhaupt nichts wirklich. Hat sich auch keiner für das Auto interessiert. Das war alles in Ordnung. Ja, natürlich, man sollte vielleicht auch nicht provozieren und Handy oder Laptop oder was vorne liegen lassen. Ja. Oder Geldbeutel oder Handtasche, sowas macht man ja nicht. Das macht man ja nirgends. Nein, ne? Also, dass es schnell geht. Aber sonst, wir haben beide gesagt, null. Nee. Und du bist wirklich freundlich von den Leuten angesprochen. Also überhaupt kein Thema. Nee. Ne? So. So, und das ist, ne? Du zeigst, dass da der Hundestrand ist, oder? Genau, Plaža de Plavsov. Weiß ich nicht, wie es aufgesprochen. Also Plaža heißt Strand. Und Plavsov, glaube ich, das ist halt Hund. Ne? Und geht direkt hierher. Über wunderschöne Düne, die zeigen wir auch. Aber es ist auch sehr, sehr schön hier zu laufen durch den Wald. Ja. Durch den Wald. Hier, ne? Ja. Ja, und diesen Blick, den liebe ich immer ganz besonders. Wenn du so von so einem Hügel hochkommst, gehst über den Hügel drüber und auf einmal ist das Meer vor dir. Richtig schön. Ja, wunderschön, wirklich. Ja. Schau dir den Sand an. Also ich bin so begeistert von dem Sand. Das klar, jetzt nach dem Regen ist so ein bisschen, aber sonst ist es wie Puderzucker. Ja, kann ich bestätigen, ja. Und Baby freut sich. So, und da ist das Schild, wo ich gemeint habe, statt siehst du 300 Meter? 300 Meter, genau. Da läufst du hier. Ja, was ist denn 300 Meter? Ja. Das ist ja gar nichts, ne? So. Schaut das nicht schön aus? Traumhaft, oder? So, und da rutschen wir jetzt mal runter mit euch. Und, und zeigen das im vollen Ausmaß. Genau, was man noch sehr sagen kann oder soll, hier sind die Dünen geschützt. Ne? Also hier ist mit es Zäunen über, alles, ja? Rechts und links, aber ein Stückchen, wenn ihr weiterläuft, ist dann wieder ohne Zaun. Okay. Ne? Aber das ist halt gut geschützt. Und ich glaube, korrigiert mich, ich habe jetzt gelesen, die Wanderdüne, ne? Das soll hier irgendwie sein. Ist das jetzt die oder eine andere? Also soll auch sehr beeindruckend sein und man weiß schon. Es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also soll hier in der Gegend sein. Also ich habe jetzt nach Koordinaten jetzt nicht genau geguckt, aber soll irgendwie hier sein. Aber ein Traum, oder? Also ich würde jederzeit wieder hierher kommen für diejenigen, die Strände lieben. Ja. Das ist wirklich. Also ich habe sowas in Deutschland noch nicht gesehen. Allererste Sahne, ne? Wir haben schon viele Strände gesehen, aber vom Sand her und von Sauberkeit wirklich top. Kann man nicht meckern. Gut, jetzt durch den Wald, wenn du gehst, klar siehst du so ein bisschen Klopapier. Von den Toiletten hier ist es ein bisschen wenig. Ne? Und wenn du am Strand da bist und es brennt, ist natürlich keine Entschuldigung, aber es ist manchmal verständlich. Ne? Echt? Ja, doch. Nee. Wenn es brennt. Nee. Wenn es brennt. Nee, das schneide ich raus. So, gibt da Mecker. Haben wir Beachbar, aber da waren wir nicht. Ha? Da waren wir nicht links. Und da ist die Mole auf der rechten Seite. Genau. Da sind wir auch, glaube ich, noch gar nicht gelaufen. Aber wie gesagt, wir waren ja hier ein bisschen im Stress. Ne? Ja, ein bisschen. Das ist aber vorbei. Es ist vorbei. Genau, hier zeige ich euch nochmal die Beachbar. Waren wir allerdings auch noch nicht drin, aber das werden wir vielleicht irgendwann mal wiederholen. Auf jeden Fall. Also wir waren nicht zum letzten Mal hier. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein Ort, wo man immer wieder zurückkehrt. Wirklich. Ja. Und ich verspreche euch nicht so viel, Guck mal, die Düne, wie schön, wenn das so auch geschützt wird, ne? Toll. Und ihr habt ja auch überall Mülleimer.
Ja, die achten sehr auf Sauberkeit hier. Das ist mir auch auf der Autobahn schon sehr aufgefallen. Ne? Mülleimer ohne Ende. Ne? Ach ja, auch Autobahn, das zeige ich mal auch. Hier blende ich mal ein. Wir waren auf der Raststätte in der Stadt. Ein Traum. Ihr könnt da auch, es gibt so ein Schild, steht, wie was stand da drauf? Bus-WC-Parkplatz. Genau. Und da könnt ihr entsorgen. Also könnt ihr auf die Raststätte rausfahren und fern entsorgen. Es gibt ja so auch Wasserkästchen. Das zeige ich jetzt, glaube ich, gestern Abend. Also ein riesen Rastplatz, da haben wir uns hingestellt. So, dann kann man hier Wasser zapfen. Und ich glaube, ein Stückchen weiter irgendwo da kann man sogar Grauwasser loswerden. Vorbildlich. Oh, hier finden wir den Frischwasserversorger. Also wenn ihr Wasser braucht, einfach aufmachen. Wasser zapfen. Ganz toll gemacht. Ja, und so Frischwasserstellen sind hier mehrere. Hier aufgestellt, da drüben auch noch eine. Also wirklich super. Ist ja normalerweise nur für Busse eigentlich, aber wir haben das gesehen, da entsorgen auch Wohnmobile hier ganz normal. Ja. Also alles easy. Funktioniert, also ist klar, nicht an jedem Rastplatz kannst du das machen. Vor allem die sind selten, die Rastplätze. Ja. Aber wenn da ist, dann so, oh, schau mal, da geht einer ins Wasser rein. Ja, sind die Hunde im Baden, ja. Ja, unser Bärbel ist da nicht so. Der geht da lieber außen rum. Ja, herrlich, da spürst du auch gleich wieder die Ostseeluft, ne? Ja, und vor allem durch den Wald, also ist das Kieferwald. Ja. Eine Luft, das ist so ein Traum hier. Na gut, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen satt gesehen hier. Ich würde sagen, wenn wir können ja hier ein Stückchen laufen und dann durch den Wald dann zeigen, ja, wie das geht. Ne? Okay. Ein Träumchen hier. Und da geht's jetzt gleich rein. Ja, da gehen kommen wir jetzt in hoch. Den Wald. Komm, Baby, komm her. Dann nehmen wir dich fest. So, und dann geht. Ja, bevor wir da jetzt hochgehen, wollte ich euch noch mal diese Wolkenkulisse zeigen. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend heute, diese Formation. So, wir gehen jetzt mal durch das kleine Waldstück da oben und haben dann quasi einen Kreis gemacht und kommen beim Wohnmobilstellplatz an der Marina wieder raus. Sehr, sehr schön. So, diejenigen, die Strand lieben, Leute. Also den Tag, wo wir hier waren und war so warm, ne? Mhm. Da war der Strand schon gut gefüllt. Aber es gibt so Etappen, ne? So ein bisschen so geballte Leute und dann hast du wieder freien Stück. Also, und was man sagen muss, die Pullen, die sind auch wirklich schmerzfrei, was das angeht. Da kann es regnen, da kann es donnern, da kann blitzen. Wie die Schweden. Also mich erinnert es wirklich sehr oft an Schweden. Die gehen hier trotzdem baden, ja. Und zwar in Massen dann, ja. Die zelebrieren das und lassen sich nicht abhalten. Nicht so wie wir jetzt so Weicheier, ne? Nee, wir sind da echt Mimöschen dagegen, ja. Mhm. Ist so. Wobei musst du sagen, also an dem Platz habe ich mich kalt geduscht. Ja. Weil bei mir hat das irgendwie mit diesen Münzen nicht funktioniert. Und dann wieder pfeift drauf, ne? Ah. Mach das. Und jetzt bist du fitter, ne? Ja. Ja. Ein Träumchen, oder? Schau mal die Natur her und so richtig da kann man durchatmen. Ne? Ja. Ja, und hier sieht man die wunderschöne Natur wieder. Sven ist aus der Puste, das höre ich jetzt. Bin ich gar nicht. Das wird immer nur, wenn es bergauf geht, dann komme ich aus der Puste. Ja. Das ist so. Ich bin gestern ganz alleine hier durchgelaufen und ich hatte, also normalerweise, wenn eine Frau alleine im Wald läuft und irgendwie so ein mulmiges Gefühl oder so, hier gar nicht. Also wirklich null. Null Angst. Fühlt sich sicher, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also kam mir zwar ein Mann entgegen, so ein junger Mann, so quer über den Wald, denke ich, hui. Jung, hübsch, attraktiv. Jung, ja. Okay. Aber ganz freundlich gegrüßt und dann ging es weiter. Also es ist wirklich null Bedenken, dass da irgendwas ist. Wie gesagt, wir haben uns ja auch mit Pfefferspray ausgerüstet, ne? Also so wie wir halt sind, ihr kennt uns. Was wir immer dabei haben. Ne? Was wir immer dabei haben. Und da brauchst du wirklich keinen Kopf machen. Einen Abend waren wir drin, glaube ich. Und hast du ja so gehört, ein bisschen lauter. Klar, zwischendurch, dass dann mal eine feiert oder so. Aber keine Bübel dich blöd an oder noch irgendwas. Wirklich total friedlich. Ja. Muss man sagen, oder? Doch, ich habe hier auch ein sehr sicheres Bauchgefühl. Schon, ne? Ja, definitiv.
Es ist schön, durch den Wald zu laufen. Ja. Nach dem Regen riecht das so schön. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, ne? Ja, also diese... Richtig, richtig gute Luft. Gefiltert. Ja. Und die werden wir jetzt noch ein kleines Stückchen alleine einatmen, ne? Na, Baby, komm, lass dich doch mal zeigen, du bist wieder dabei. Ja, hier ist es wirklich total schön, Natur zu laufen. In der Stadt waren wir auch vorgestern, oder wann war das? Ja. Es war aber nichts Besonderes, können wir beide sagen, ne? Oder? So ein bisschen. Ja. Wir haben auch keine Aufnahmen gemacht, weil, wie gesagt, da gibt es ja so Touristände, du kannst ein paar Magnete oder Souvenirs kaufen. Volksfest oder so. Ist da gerade, genau, mit einem Riesenrad und ein paar Fahrgeschäfte. Genau, ja. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass es jetzt was Besonderes wäre, dass wir sagen, oh, jetzt müssen wir euch zeigen. Das ist halt wirklich auch sehr touristisch ausgelegt, ne? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, lecker essen. Ja, aber wie gesagt, wir sind ja Typen, die gerne in der Natur uns treiben. Ne? Genau. So,